Zum Beispiel mit dem Sonny Ericsson Satio sich auf Sonny Ericsson registrieren, auf der Internetseite von Sonny Ericsson registrieren. Der kann dann 60 Filme kostenlos runterladen für das Satio. So, Videos einfach raufgeklickt. Wir haben ja einige Demo-Videos und wir machen mal irgendwas an, so dass ihr einmal die Qualität sieht. Wir machen mal hier eine Product Communication an, knapp eine Minute Laufzeit. So, entweder kann ich mir das jetzt so angucken oder so angucken. Mach mal schön laut. Also stottern braucht ihr keine Angst haben, das ist nicht unsere Kamera. Das Video ist an sich so, aber ihr seht, was für eine scharfe Qualität man hat. Scharf im Sinne von Qualität natürlich. Was man hier so sich auf so ein Touchscreen sich angucken kann. Aber auch der Lautsprecher hier oben, der ist auch schon ganz schön doll. Und ich mache mal einfach weiter Play. Wir gucken uns mal weiter das Video an. Das ist jetzt ein Video. Ich mache mal noch ein zweites Video an für jeder, der gesagt hat, ich bin neugierig geworden. Was ist das denn für eine Qualität? Mache ich mal Unlimited Motion an. Gucken wir uns mal das einmal an. Nehmen wir doch lieber was anderes, wo wir vielleicht Menschen sehen. Nehmen wir zum Beispiel hier Demo Tour. Vielleicht sehen wir da was anderes. Also ihr seht wirklich, was für eine coole Qualität man hier hat, nämlich wirklich gestochen scharfe Bilder. Wenn man zum Beispiel jetzt sich seine Videos drauflädt auf die 8 GB Speicherkarte oder eine größere, dann kann man schon wirklich seine Serien hier drauf gucken, die man sich dann zurechtgeschnitten hat, umgewandelt hat, je nachdem. Wir schließen auch wieder diesen Medienplayer hier mit dieser X-Taste hier unten. Dauert ein bisschen, geht aber danach. Kontakte, Kamera, Unterhaltung, Organizer, Kalender, Einstellung. So, das nächste, was wir machen, ist nämlich Kamera anzugucken, das ist nämlich der Kernpunkt des Telefons. Einfach aufdrücken, dann startet auch schon die 12-Megapixel-Kamera. Er fordert uns natürlich auf, jetzt diese Linse hier rüber zu ziehen, damit das Bild im Visier kommt. Und ich mache das mal. Auch diese Tasten fangen an zu hier zu leuchten im Blau. Und das machen wir jetzt einmal. Da sehen wir auch schon das Bild. Wir sehen jetzt einmal als Qualitätsmerkmal 12 Megapixel. Was für eine Möglichkeit haben wir noch? Ich klicke mal auf den Koffer hier. Wir haben die Möglichkeit von 12 Megapixel auf 10 zu 100 zu gehen, auch mit 3 zu 2 Verhältnis, 9 mit 16 zu 9, 5 mit 4 zu 3 und 2 wieder auf 16 zu 9. Wir wollen aber 12 Megapixel, denn 12 Megapixel braucht das Land. Videostechnisch können wir VGA aufnehmen. Das reicht meistens reicht das aus. 640x480. Es gibt aber auch schon Telefone, wie zum Beispiel das H1, das nimmt parallel zur GT i8910 auch HD-Videos auf. Insofern ist das keine Neuheit. So, ein 12-Megapixel-Bild. Was machen wir? Wir schießen einfach Fotos von der Verpackung und gucken mal, wie so die Qualität ist. Ich nehme mal die Korbis hier weg. Und ich sehe jetzt ein scharfes Bild eigentlich. Und mal gucken, wie sich das gleich. Also recht schnell, der Auslöser, super coole, scharfe Qualität. Auch wenn ich es von der Nahe jetzt geschossen habe. Machen wir noch ein Bild. So, der Autofokus ist recht schnell, wie ihr es gesehen habt. Ich mache jetzt ein zweites Bild nochmal, aber mit einer anderen Auflösung, sodass ihr selber vergleichen könnt. Machen wir einmal mit 9 Megapixel mit 16 zu 9 Verhältnis. Das ist ja sehr wichtig, 16 zu 9 heutzutage. So. Natürlich hat das Telefon Gesichtserkennung und solche Geschichten halt. Das ist insofern ganz cool. Geotagging hat es auch, womit mit dem internen GPS die Bilder mit Längen und Breiten gerade gespeichert werden. Somit könnt ihr dann euren Freunden mitteilen, wo genau habe ich das Foto denn geschossen. So, die Bilder sind jetzt geschossen worden. Wir werden die Bilder hochladen auf www.bestbots.de auf unserer Internetseite. Und dann könnt ihr euch wirklich von der Qualität überzeugen.
von der Nahaufnahme überzeugen, die ich gerade gemacht habe, aber auch so von der Farbumgebung, was ich gerade gemacht habe. Kontakte sind wir schon, brauchen wir nicht eigentlich. Technisch ist ganz einfach, wer schon mal Nokia hatte, einfacher Kontakt hinzulegen mit Name, Vorname, Rufnummer technisch. Unendliche variable Felder sind hier halt. Insofern ist das nicht so relevant meistens. Kamera haben wir gezeigt. Und da Unterhaltung finde ich nochmal ein UKW-Radio, ein Chat, Track-ID. Track-ID, ja, was ist ein Track-ID? Ich kann zum Beispiel Radio hören und mir gefällt ein Song und ich will das vielleicht wissen oder ich will es vielleicht mir kaufen und ich weiß aber nicht, von wem das ist. Dann aktiviere ich Track-ID und dann wird mir gesagt eigentlich nur, wer eigentlich der Interpret ist oder was wie der Song heißt. So, gehen wir weiter. Ein Organizer, was verbirgt sich hier? Nämlich in Kalender und solche Sachen halt. Office-Funktion halt. Kalender ist hier. Der Kalender an sich vom Aufbau recht auf dem Display recht groß. Querz-Modus lässt er sich auch angucken. Ich kann einfach auf Tage klicken und dann werden mir diese Daten auch genannt. Insofern kann ich aber auch meine Ansicht ändern, auf Optionen sagen. An sich ändern auf Woche und dann hat man ein bisschen detailliertes Bild. Ich persönlich mag es eher dann lieber auf Monat gesehen, aber das ist eure Sache, wie ihr das so ungefähr macht. Einstellungstechnisch auch großartig zu sagen, ist eins und dasselbe wie ein N97, auch von der Menüsteuerung aus her. Insofern fast alles gleich. Sony Ericsson hat nur seine eigenen Icons verwendet. Ja, das war es im Großen und Ganzen so vom Sony Ericsson Satio. Wir haben die Kamera getestet, Internet getestet, wichtigen Features, Multimedia getestet, Aufbau gezeigt, Lieferumfang gezeigt. Insofern sollte man jetzt schon einigermaßen wissen, ob das Telefon von einem gemacht ist oder nicht. Wenn ihr jetzt doch noch sagt, okay, was soll ich denn eigentlich nehmen? Das Sony Ericsson Satio sieht ja ganz cool aus. Inwiefern ist es vergleichbar mit zum Beispiel so einem H1, was wir auch bald vorführen wollen? Oder einem N97? Ja, sogar so ein N900, was man auch zeigen könnte. Oder vielleicht ein N97 Mini. Vom Aufbau sind das alle sehr, sehr hochwertige Smartphones. Ich stapel das mal einigermaßen so auf und da kann man sehen, welche Größen man sich da erwartet. Das kleinste von allen, würde ich jetzt sagen, ist das kleine Mini mit 8 GB Speicher, 5 Megapixel Kamera und dasselbe Betriebssystem. Insofern kommt das zur Seite. Dann kommt der große Bruder zur Geltung. Das N97 auch in Weiß erhältlich mit 5 Megapixel, einen riesigen Speicher mit 32 GB, auch ganz cool. Da sieht man es nochmal. Wie gesagt, dieselbe Funktion halt. Dann kommt dessen Nachfolger, das neue N900, was bald auf dem Markt erhältlich ist, nämlich dann mit ein ganz anderes Betriebssystem, technisch ausgestattet, auch ein 32 GB Speicher. Das wäre das N900. Das H1, was wir bald vorführen werden, ist dann ein sozial vernetztes Telefon, Smartphone, auch mit Touchscreen, Riesenspeicher. Insofern kann man das immer nicht direkt sagen, welches Telefon für einen richtig ist. Also sollte immer schon selber wissen, will ich ein Kameratelefon, dann ist das Satio ganz gut, wenn ihr Poster schon drucken wollt. Will ich ein Telefon haben, was ein mobiles Endgerät ist, dann ist das N900 empfehlenswert. Will ich ein All-in-One, dann ist das N97 ganz gut. Will ich das N97, das ist mir zu klein, dann nehme ich zum Beispiel so ein Mini. Oder ist so ein sozial vernetztes Telefon wie Facebook, Xing, StudienVZ mir wichtig, dann nehme ich das H1 von Samsung, welches wir bald auch Näheres zeigen. Aber ich persönlich bin jetzt überzeugt von dem Satio. Die Verarbeitung könnte ein bisschen besser werden, kunststofftechnisch, Glanz. Wir werden nochmal das Rote testen für uns, ob das Rote auch so ein Glanztelefon ist oder ob es ein ganz normales, ein mattes Telefon ist. So von der Handhabung her kann man gut sagen, ja, liegt gut in der Hand. Ist ähnlich so groß wie den N900, aber dünner als N900. Insofern habt ihr ungefähr so einen Vergleich gehabt. Ich hoffe, das hat euch einigermaßen was geholfen. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Und wenn ihr Fragen habt, einfach loslegen zum Sony Ericsson Satio, was das System betrifft, was jetzt spezielle Fragen angeht, einfach auf YouTube oder auf Best Boys. Genau dort findet ihr auch unsere Bilder dann. Insofern danken wir euch erstmal fürs Zuschauen.